Die Zahl der Hautkrebserkrankungen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und Hautkrebs gehört zu den häufigsten Tumorarten. Derzeit erkranken in Deutschland schätzungsweise jährlich über 200.000 Menschen an hellem Hautkrebs und ca. 21.000 an schwarzem Hautkrebs. Krebs ist eine Erkrankung, die sich leichter vermeiden als therapieren lässt. Und obwohl man weiß, wie viele Menschen an Krebs erkranken, denkt jeder, dass es einen selbst nicht treffen wird. Wie man Hautkrebs erkennen und behandeln kann, was die Früherkennung bringt und wie man sich vor Hautkrebs schützen kann, das erfahren Sie in diesem Video. Herzlich willkommen! Die Haut ist das größte Organ unseres Körpers. Sie schützt uns vor Verletzungen, vor Krankheitserregern und UV-Strahlen. Manchmal verändern sich die Zellen der Haut. Aus einigen dieser Veränderungen kann Hautkrebs entstehen. Hautkrebs ist eine bösartige Wucherung von Hautzellen. Das UV-Licht der Sonne gilt dabei als die Hauptursache. Es schädigt die Erbinformation der Zellen, die DNA. Allerdings sterben die Zellen nicht ab, sondern sie verändern sich und sie beginnen zügellos zu wachsen und zu wuchern. Das besonders Tückische an Hautkrebs ist, wie bei allen anderen Krebserkrankungen auch, dass auch Hautkrebs zunächst keine Beschwerden verursacht. Hautkrebs kann innerhalb von kurzer Zeit entstehen. Prinzipiell können Personen jedes Alters betroffen sein. Schwarzer Hautkrebs, das Melanom, tritt oft im mittleren Lebensalter zwischen 50 und 60 Jahren auf. Es werden zwei Arten von Hautkrebs unterschieden, der schwarze und der helle Hautkrebs. Der helle Hautkrebs kommt häufiger vor, ist aber nur sehr selten bedrohlich. Der schwarze Hautkrebs, das Melanom hingegen, ist seltener, aber auch gefährlicher. Zum hellen Hautkrebs gehören zwei Arten, das Basalzellkarzinom oder Basaliom, welches oft kleine Äderchen auf der glänzenden Hautoberfläche zeigt, und das Stachelzellkarzinom oder Spinaliom, für das eine raue, warzenähnliche Oberfläche teilweise mit Schuppung charakteristisch ist. Beim hellen Hautkrebs trifft es besonders solche Körperregionen, die vermehrt dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, wie etwa Nase, Stirn und Ohren. Beim Basaliom sind die Aussichten auf Heilung viel besser, da es sehr selten Metastasen bildet. Vor allem schwarzer Hautkrebs ist sehr gefährlich, das maligne Melanom. Je früher die Krankheit entdeckt und behandelt wird, desto besser sind natürlich auch die Heilungschancen. Wer bemerkt, dass ein Muttermal neu ist, sich in der Farbe verändert oder schnell wächst oder dass es sich in der Struktur verändert, der sollte rasch zum Arzt gehen. Das Melanom geht von den pigmentierten Zellen der Haut oder der Schleimhaut aus. Pigmentzellen sind Hautzellen, die dafür sorgen, dass sich die Haut bei UV-Bestrahlung dunkel färbt, wir also braun werden. Als Ursachen gelten eine starke UV-Belastung mit wiederkehrenden Sonnenbränden und eine erbliche Veranlagung. Da sich jedes dritte Melanom aus einem bereits vorhandenen Leberfleck entwickelt, gilt ein besonderes Augenmerk dem Aussehen dieser Hautveränderungen. Ein bösartiger schwarzer Hautkrebs, das Melanom, entwickelt sich manchmal aus Muttermalen. Häufig entsteht das Melanom aber auch vollkommen neu auf vorher unveränderter Haut. Der schwarze Hautkrebs wird deshalb als Melanom bezeichnet und entsteht, wenn sich die sogenannten Melanozyten, die Pigmentzellen der Haut, bösartig verändern. Die bösartig veränderten Pigmentzellen vermehren sich ungebremst und verdrängen gesunde Hautzellen. Es entsteht schwarzer Hautkrebs. Der schwarze Hautkrebs ist vor allem deshalb so gefährlich, weil er sich schnell im Körper ausbreitet und Metastasen bildet. Bei Männern finden sich Melanome häufig auf dem Rücken und bei Frauen an den Beinen. Wie bei allen Krebsformen hängt der Heilungserfolg immer davon ab, wie früh der Krebs erkannt wird.
Bei nicht metastasiertem schwarzen Hautkrebs ist die Prognose sehr günstig, wenn dieser früh entdeckt wird. Entfernt ein Arzt den schwarzen Hautkrebs in einem frühen Stadium, sind die Chancen auf eine vollständige Heilung sehr gut. Meist kommen mehrere Ursachen zusammen, wenn Hautkrebs entsteht. Ein erhöhtes Risiko besteht bei hellem Hauttyp, häufiger Belastung durch UV-Strahlen, also Sonnenbrände, Anzahl der Sonnenstunden, früher Hautkrebserkrankung, Hautkrebs in der Familie, häufigem Kontakt mit Stoffen wie Teer, Arsen oder mit radioaktiven Strahlen oder Röntgenstrahlung. Je häufiger und länger Sie sich UV-Strahlung aussetzen, desto größer ist Ihr persönliches Risiko. Hautkrebs lässt sich zwar nicht hundertprozentig verhindern, aber einige Verhaltensweisen können dazu beitragen, das Erkrankungsrisiko zu senken. Die wichtigste Empfehlung lautet, sich vor übermäßiger Belastung durch UV-Strahlung der Sonne zu schützen. Wichtig sind ein angemessener Sonnenschutzfaktor, eine wasserfeste Creme sowie ein Lippenschutz. Hautkrebs kann sowohl durch UVA als auch durch UVB-Strahlung ausgelöst werden. Die meisten Sonnencremes schützen mittlerweile vor beiden Strahlungsarten. Wichtig ist, die Sonnencreme ausreichend dick aufzutragen. Nach dem Eincremen am besten nicht sofort Kleidung anziehen, sondern erst die Creme einziehen lassen. Außerdem sollten Sie den Lichtschutzfaktor immer an Ihren individuellen Hauttyp anpassen. Zudem hält die Wirkung nur für eine bestimmte Zeit an. Bewegung an der frischen Luft ist wichtig und tut gut. Deshalb bedeutet Sonne meiden nicht, dass Sie den ganzen Tag zu Hause bleiben. Aber bei starker Sonnenstrahlung ist es empfehlenswert, die Mittagssonne zu meiden und Schatten zu suchen. Ja, denn das Sonnenlicht ist nicht die alleinige Erklärung für die Entstehung von Hautkrebs. Auch Erbanlagen spielen eine Rolle und die im Solarium ausgesendeten UV-Strahlen können ebenso Hautkrebs auslösen wie die natürlichen Strahlen der Sonne. Es gibt eine besondere Untersuchung zur Früherkennung von Hautkrebs. Nur speziell ausgebildete Hausärzte und Hautärzte dürfen sie durchführen. Der Arzt begutachtet die gesamte Haut und sucht sie mit dem bloßen Auge nach auffälligen Veränderungen ab. Findet der Arzt bei der Untersuchung eine verdächtige Stelle, untersucht er sie natürlich genauer. Gesetzliche Krankenkassen bezahlen diese Untersuchungen alle 2 Jahre für Versicherte ab 35 Jahren. Denken Sie immer an den richtigen Lichtschutz. Dazu gehören nicht nur Sonnencremes, sondern auch die passende Kleidung und eine Kopfbedeckung. Die Mittagssonne sollten Sie grundsätzlich meiden. Ein gründlicher Sonnenschutz ist immer hilfreich. Denken Sie beim Sonnenschutz auch an Ihre Kinder. Säuglings- und Kleinkinderhaut ist besonders empfindlich. Sonnensegel sind ein einfaches Mittel, um für Schatten zu sorgen, wo Kinder spielen. Leberflecken sind zwar nicht schlimm, aber bestimmte Arten können Vorläufer für Hautkrebs sein. Wer sehr viele Leberflecken hat, sollte diese deshalb regelmäßig vom Arzt kontrollieren lassen und sich natürlich auch vor zu viel Sonne schützen. Vereinbaren Sie einen Termin bei Ihrem Arzt zur Früherkennung von Hautkrebs. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und wünsche Ihnen eine gesunde Woche.